nicht der ermunterndste Start. Hey, wir leben noch. Ja? Wo können wir helfen? Ich habe zwei Notsignale bei Ihrer Position. Wir sehen nach. Forschungsanlage im Carbon Ridge. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik. Halt! Wir könnten die Bombe aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Suchen Sie einen Landeplatz. Ich weiß, es war meine Idee. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Ferndetonatoren. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Unsere Bomber halten die Republik im Moment auf Distanz. Und alles an Ausrüstung zusammen. Wir müssen bereit sein, wenn der Shuttle zur Evakuierung eintrifft. Kannst du mich mal heilen? Danke. Detonatoren. Die werden nicht reichen. Sehen Sie sich weiter um. Mehr Detonatoren. Mehr Explosionen. Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll. Kein Jäger greift an. Schwere Waffen finden. Sofort. Mal bitte. Ah, gut. Das haben Sie nicht erwartet. Nicht schlecht, Droide. Also, wo platzieren wir die Ladung? Direkt auf die Tals. Die Kettenreaktion der Explosion jagt bis zum Ionenantrieb alles in die Luft. Und zerstört dann das Schiff von innen raus. Ganz genau. Detonator platziert. Detonatoren sind scharf.
Also schön. Dann nicht wie raus hier. Schnell! Es werden immer mehr! Dann schießen Sie weiter! Das muss das Rettungsteam sein. Zu den Schiffen! Da passt Ihnen ein Stromstoß. Auf dem Weg mit Ihnen! Weiter so, wir haben es fast geschafft! Feindlicher schwerer Schütze! Dann wohl alle. Zurück zu unserem Schiff. Wir müssen jetzt weiter, Commander. Waren das genug Detonatoren? Ich denke schon. Wunderschön. Fühlt sich so etwa wahres Glück an? Imperialen Formation. Wir können nicht durchbrechen. Noch nicht. Wir brauchen mehr Unterstützung. Hört mich jemand? Hier ist Starhawk Unity. Wie los da oben? Bei so einer Schlacht. Was passiert, wenn wir Ihrem Vater begegnen? Wir haben seine Spur so lange verfolgt. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt finden. Konzentration. Er ist nicht die Mission. Ja, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Ma'am. Hier Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Haijäger im Anflug. Holen wir sie uns. Tai, zerstör! Hier ist Commander Aiden Versio, Inferno-Trupp. Hilfe ist unterwegs, Captain. Inferno! Die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Wir können erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makrofernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Griff und ich holen es. Sie geben uns Unterstützung, Feuer. Mehrere Schütze! Ich hab's. Sofort. Commander. Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier ist Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Feuer! Hierher! Wir haben schwere Waffen. Noch ein Treffer, dann war's das für ihn. Thank you.
schaffen wir sie. Unterwegs zur Abholung, Commander. Imperiale Verstärkung! Hallo, Captain Lindsay. Willkommen auf der Corvus. Helfen Sie unseren Freunden auf die Corvus. Jawohl! Alle vorwärts! Zum Teufel willst du hin? Ich bin unbesetzt! Jederzeit, Captain. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbitalangriff reden? Klar, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten Sie Spaß dabei. Aber niemals. Seine Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Allein hätte ich das nicht geschafft. Wie läuft es da oben? Schwer zu sagen, aber ich denke, das Imperium verliert. Ich denke, Sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute stirbt das Imperium. Besser spät als nie. Commander, wir haben ein Problem. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden. Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander. Thank you.
war zerstört. Bomber beseitigt. Noch nicht. Eine weitere Staffel ist zu uns unterwegs. Korb ist getroffen. Einer weniger. Bomber zerstört. Mach's gut. Einer weniger. Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine Teilstaffel im Anflug, aber da stimmt was nicht. Sie hat direkten Kurs auf Sie. Hallo, Aiden. Haas. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit nutzen. Glauben Sie mir, Sie und Dell sind heute meine geringste Sorge. Hier geht es um mehr, als Sie begreifen. Staffel, Angriff! Bang! Das ist das Ende, Aiden. Für Sie und Ihre neue Republik. Nein, Sie stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Oh. Haben Sie mich selbst gefunden oder schickt Sie meinen Vater? Wäre eins davon schmerzhafter? Nein, ich will nur wissen, wer mich mehr hasst. Der Admiral hat die Suche befohlen. Ihre Angriffe auf Bespin und Sallust haben ihn schwer getroffen. Und Sie waren bestimmt hoch erfreut. Kann ich meinem kommandierenden Offizier den Befehl verweigern? Ich wollte nie Ihre Feindin sein, Haas. Dann hätten Sie sich nicht vom Imperium abwenden sollen. Ich musste so handeln. Tut mir leid. Mir nicht. Sie sind eine Verräterin. Sie verdienen den Tod. Also sorg ich dafür. Ich bin okay. Gut. Schauen Sie sich um, es ist fast vorbei. Noch nicht. Bring die Korbes in Sicherheit. Ich werde das hier beenden. Ich hol mir meinen Vater. Aiden, er ist es nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los! Na gut. Rückzug! Verbindung treffen. Nein!
sehe sie. Besser. Elektroschock, los! Bitte. Ich schulde dir was. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Du musst was hacken. Er ist noch da. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen, los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von hier weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh, überlebe, lebe.
verstehen. Aiden, es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Aufhören! Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Ich werde gar nichts sagen. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Wird es nicht. Hier war dein Anfang. Du hattest Hoffnung, das Imperium würde dir Mut geben. Fühlst du dich jetzt mutig? Lawson Tegger hat die Karte zu Skywalker. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Deine Erinnerung ist so leicht.
zu knacken. Du wirst es mir sagen. Irgendwann. Was wollen Sie eigentlich, Captain? Nun, wir werden es abwarten müssen. Ein Hoch auf Admiral Percy. Aiden Versio. Sie war mutig genug für euch beide. Komme zuerst, gehe zuletzt. Sie hat dich ruiniert. Du bist ein geborener Feigling. Aiden Versio hat dich zum Verräter gemacht. Du denkst, sie hätte dich verändert. Dass eure Tochter dich verändert hätte. Warum helfen Sie mir? Glaube brachte dich zur Macht. Die Macht brachte dich zum alten Mann. Wohin brachte er die Karte zu Skywalker? Es war dumm, hierher zurückzukommen. So haben sie dich gefunden. Vardos. Wo deine Familie untergeht. Untergehen wirst. Du irrst dich. Ich werde standhalten. Die Karte. Ich sage es nicht. Thank you.
Ich kann nicht. Wo hat Law Santeca die Karte hingebracht? Bajora. Er brachte sie nach Bajora. Ich hab, was ich wollte. Er gehört Ihnen. Räumen Sie hier auf. Wie geht's dir, Dell? Erspar mir die Floskeln, Hask. Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst nicht den Held spielen. Denn du bist kein Soldat mehr. Sieh dich an, du Feigling. Du hast deine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft? Oder Frachtverkehr auf der Corvus? Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht! Du hast mich enttäuscht. Wir haben uns verändert, oder? Hä? Sieh dich an. Du warst doch immer tot. Tja, Aiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Hask. Gideon. Bitte. Lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Im Gegenteil, Glamour. Ich habe dich gewählt, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Jinnah das Sicherheitssystem überlassen. Und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Pelio-Operation und verdoppeln. Wir vereinfachen unsere Arbeit auf Atola. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Kaus. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus.